Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Tja, und wir haben das letzte Mal in der Folge ganz Albany, so gut wie es geht, gereinigt von dem ganzen Sammelzeug. Und jetzt begeben wir uns zur Story-Markierung. Mal sehen, wie es weitergeht, jetzt wo wir die Schatulle haben und es einen Templer weniger gibt, um den wir uns sorgen müssen. Ach, dieser arme Templer. Gut. So, mal sehen, was die nächste Mission ist. Okay, es geht wieder über den Fluss. Da wäre eine Brücke, aber wir können auch versuchen, über das Haus und über die Äste zu klettern. Genau. Hopp. Nehmen den Assassinenweg. Ja. Ah, das sieht nach Le Chasseur. Ne, das sind Liam und Hope. Wir das Volk. Hm. Na denn. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit er ihn eliminiert hat, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Tempelwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Hm, alles klärchen. Wardrop. Hm, sehr schön. Unentdeckt in den Kongress einschleichen. Unentdeckt, naja, das ist wieder so eine Sache. Okay, das sind keine Soldaten. Das sah jetzt erst so danach aus. So, wir mischen uns mal unter das Volk. Hey, den kennen wir doch. Das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß wohl nicht. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Ungesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der
Protor-Captain Lord Wardrop auf keinen Fall erreichen. Den Boden töten. Ach, verflucht. James Wardrop mit einem Luftattentat ausschalten. Na gut. Diese Festung haben wir ja schon in der letzten Folge erklommen. Wir wissen also, wo wir hin müssen. So. Hier schwingen wir uns drüber. Und hopp. Und hier klettern wir rauf. Sehen. Sind meine Ziele außerdem ein Luftattentat? Nö, okay. Aber erstmal müssen wir ihn ausfindig machen. Wir nehmen schon mal die Pfeilflinte in Anschlag. Ah, dort hinten ist er. Okay. Von dem Aussichtspunkt dort oben können wir ihn leicht erreichen. Rauf da. So, Master Wardrop. Komm schön zurückgeschissen. Meine Klingen warten schon. Komm schon. Komm schon. Ich warte. Na komm. Leg deinen Arsch hierher. Das nehme ich, du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Hm. Okay, jetzt glaube ich, sollten wir möglichst schnell abhauen. Ein Scheiß habt ihr. Das sehe ich anders. Ihr kriegt mich nicht. Gut. Geschafft. Geschafft. Sehr schön. Gut. Ach hey, wie weit ist denn das nächste Ziel weg? 1600 Meter. Wahrscheinlich eine vollkommen andere Insel, also ab zum Schiff. Na schön, jetzt haben wir das Manuskript und die Schatulle. So langsam wird's ernst. Ah, hier haben wir ein Ruderboot, dann kommen wir schneller zum Schiff. Okay. So, wo müssen wir hin?
Hä? Hier unten. Alles klar. Dann werden wir hier einen kleinen Bogen fahren, hier runter. Ja, passt am besten. Halbes Segel! Pack Wind ein! Mensch, Mensch. So. Ab Backboard. Ja, das Treibgut sammle ich noch ein. Denn ich bin gierig und verfressen. So nah an die Klippen ran, ja? Gut. Wieder so ein Treibgut vor uns. Metall. Ha. Und noch ein Animus-Fragment auf dieser kleinen Insel. Wir zerschellen die Topf- und Bramsegel. Komm, labert nicht. Wir zerschellen. So, kurz das Fragment einsacken und fertig, lustig. Was ist denn hier los? Okay, wo ist es? Dort. Dort oben, ne? Na schön. So, schaffen wir es auf den Baum? Natürlich nicht. Ah ja, hier können wir rauf. So, über die Bäume. An das Fragment. Gut. Wieder aufs Schiff und weiter. Doch die Morrigan kommt mir wirklich kleiner vor als die Jackdaw. Aber trotzdem wird sie genauso wehrhaft. Irgendwann. Zurzeit noch nicht, aber das wird. Genau, volle Pulle, volle Kraft, wie auch immer. Dieser kleinen Küste noch Halt machen und die Kiste einsacken. Ob ich das jetzt mache oder später, ist eigentlich egal, gemacht wird's. So, hopp. So, wo ist meine Kiste? Ach, da oben. Okay. Wieder über diesen Baum hier rein. Genau. Hopp, hopp, hopp. Gut. Das müsste, glaube ich, der letzte Halt gewesen sein, bis zum nächsten Ziel. Na komm schon, Jay. Kanten stoppen und trimmen. So, Kurs aufs Ziel nehmen. Sleepy Hollow. Ein sehr bekanntes Fleckchen Erde. Ja, dort hinten ist noch eine Schatztruhe, aber ach komm. Wir sammeln sowieso hin und wieder alle ein. Dann müssen wir jetzt nicht noch dorthin wechseln. Nein, wir sammeln das irgendwann ein andermal ein. Erst
ankern wir in Sleepy Hollow. So, andocken. Gut. Da wären wir. Hier haben wir einen Kürbis. Hier sind einige Kürbisse, hm? Sie haben eine Templerkarte, die diesen Ort zu zeigen scheint. Ja, mir egal. Erstmal werden wir uns um den Aussichtspunkt dort hinten kümmern. Oh. Die Kirche von Sleepy Hollow. Oh mein Gott, hier ist das Grab mit dem Kürbis drauf. Ich glaube, das ist das, von dem die Rede ist. In diesem komischen Easter Egg, was es hier in AC Row gibt. Während des Nachts, während man einen Kürbis von einem Grab herunterschießt, erscheint der kopflose Reiter. Aber wir haben keine Nacht, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Gut. Na, so viel ist es nicht hier. So, was haben wir hier noch alles? Aha. Erstmal die Kiste hier. Wir arbeiten uns entgegengesetzt vom Uhrzeigersinn durch. Beziehungsweise mit Uhrzeigersinn. Auf 6 Uhr angefangen. Ist doch egal. Einfach das, was als nächstes ist. So. Jetzt der Shanty. Hängt da oben auf dem Dach. Aha. Okay, das war leicht. Da unten ist Hope. Aha. Aber um die kümmern wir uns jetzt nicht, sondern um die Kiste, die hier noch rumsteht. So, als nächstes, eine Templerkarte. Und hier, Grauwolf, die haben wir schon ein paar Mal. Wolf. Ah. Aber natürlich wird er uns angreifen. Traut sich wohl nicht. So, und jetzt euch. Obwohl ihr auf die Idee kommt, euch umzudrehen und mir Ärger zu machen. So, Templerkarte. Ein guter Fang. Nein, gucken wir uns nicht an. So. Wo ist unser nächstes Sammel-Item? Hier ist eine Kiste, okay. Ah, dort hinten sind ein paar Rotröcke unterwegs. Und die bewachen die Kiste anscheinend. Oder auch nicht. Oh doch. Tun sie. Tun sie. Du gehst mir da oben nicht auf den Senkel. Schlaf schön. Gut. Next. Das Animus-Fragment über dem Wasser. So, hopp.
Nee, nicht schlecht. Gut, als nächstes. Zum Glück geht das hier nicht so übelst langsam, wenn man was einsammelt. So. Die Kiste dort, die wird bewacht. Die Brücke von Sleepy Hollow. Ja. Hier ist, glaube ich, mal der kopflose Reiter durchgeritten. In einem Film, glaube ich. Es gab ja, glaube ich, einen, zwei, drei davon. Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich bin jetzt gerade unbekümmert in das Gebiet gerannt. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Egal. So, das waren jetzt alle Kisten. Dort haben wir noch ein Fragment und noch eine Taverne. Und dann sind wir schon wieder fertig mit dem Place. Dort oben ist es. Hopp, hopp, hopp. Okay, einfach. So. Jetzt noch die Taverne. Ein bisschen rumprügeln. In Ordnung. So. Dasselbe wie immer. Blödsäcke. Na komm schon. Das sah nach. Das klang besser gesagt nach einem etwas alternativen K.O. Ah, der ist in den Tisch gelandet. Leider war die Kameraführung da nicht so schön. Deswegen konnten wir es nicht gut sehen. Macht was ihr wollt. Gut, damit wäre Sleepy Hollow erstmal abgeschlossen. Und wir kümmern uns dann als nächstes um die Story-Mission dort hinten, aber zeitmäßig sind wir schon wieder um. Das heißt, wir machen das in der nächsten Folge. Also, tada!